Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frankies Bastelstunde. So, eigentlich ist es gedacht, die beiden Kartuschen hier draufzuschrauben auf diesen Mischer. Dann kommt vorne die Düse drauf, Mischdüse, und dann kommt hier vorne nachher der Kleber frisch oder komplett vermischt heraus. Dazu brauchen wir aber eine zwei Kartuschen. Presse, die habe ich nicht, und wer sie nicht hat, der macht es dann so wie ich, und wir nehmen praktisch gleiche Menge von beiden Komponenten und vermischen die mit der Hand. Das ist natürlich eine kleine Schätzfrage. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. So, wir haben jetzt die andere Seite, die andere Tür. Da haben wir wieder diese komische Schiene austauschen müssen, wo nachher die Dichtlippe für die Tür eingeklebt oder eingesetzt wird. Angefertigt haben wir sie soweit. Das wird jetzt hier befestigt. Diese Seite sieht ein bisschen besser aus als die andere Tür. So, wir können damit dieses Blech ganz flächig verkleben. Das verhindert auch nochmal die Korrosion, weil die Bleche nicht aneinander liegen. Und wir haben die Möglichkeit, den austretenden Kleber hier in diesen Rillen als eine Art Spachtel nachher zu verschleifen. So, dass wir dann, dass die Rillen dann nachher geschlossen sind und wir eine geschlossene Fläche wieder haben. Das wird nachher ein bisschen grau, wenn es zusammen vermischt wurde. So, wir können das hier schön sauber einstreichen. Das Blech muss frei vom Lack sein, da darf kein Lack drauf sein. Deswegen müssen wir auch zusehen, dass wir den Kleber komplett über die blanken Stellen hier verstreichen. Und somit ist das Blech dann eben halt vor Feuchtigkeit geschützt. Dann müssen wir gleich zusammen pressen. Wird der Kleber natürlich noch in alle Ecken und Ritzecken und Kanten gepresst. So. So, der Kleber ist nun ausgehärtet, dauert so um die 24 bis 48 Stunden, je nach Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur. Ist sehr hart, ist schleifbar jetzt. Ich schleife das mit einer 24er Schleifschleife für den kleinen Winkelschleifer mit einem Gummiteller drunter. Man kann den Kleber aber auch mit einer einfachen Karosseriefeile bearbeiten. Und zu allerletzt sogar mit dem Schleifpapier noch. So,
So, das war's. Ob man nun klebt oder schweißt, muss man wirklich individuell entscheiden. Kleben kann man nur aufeinanderliegende Bleche. Auf Stoß funktioniert das Kleben natürlich nicht. Im Pkw-Bereich wird auf jeden Fall immer häufiger geklebt. Es hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich denke mal, das Ergebnis hier kann sich absolut sehen lassen. Und von der Festigkeit brauchen wir wahrscheinlich auch keine Angst haben. Na dann, bis zum nächsten Mal. Grigutski!